Die Gespräche, die wir mit dem Vater gehabt haben, die waren alle sehr vernünftig. Ich gehe auch davon aus, dass er ein Ehrenmann ist, wie er sich im Bau. In Jamaika ist er 6 Jahre gesperrt gewesen als Vermittler. Ne? Das kann ich alles nicht beurteilen, was da erzählt wird. Fakt ist, dass sich der Junge total korrekt verhält, dass der sehr, sehr ehrgeizig ist, wirklich wahnsinnig hart trainiert. Und es gibt halt keine Absprachen. Wir haben zu ihm gesagt, komm zu uns. Du hast hier die Plattform, das hat der Vater und der Junge auch sehr, sehr früh eben gesehen. Das kommt jetzt zum Tragen, das muss er natürlich auch bestätigen, das ist ganz klar. Wir sprechen jetzt im Prinzip über 3, 4 Monate, wo er auf gutem Niveau spielt. Und er hat einen sehr, sehr langen Vertrag bei uns. Und dass so ein Spieler irgendwann mal Bayer Leverkusen verlässt, das ist wahrscheinlich dann ganz normal, wenn er das so weitermacht. Aber wann der Zeitpunkt ist, das bestimmen wir dann bei Bayer Leverkusen. Aber habe ich das eben richtig verstanden? Sie haben in dem ersten Gespräch mit ihm gesagt, pass mal auf, wenn du streikst, bist du niemand für uns? Wenn du streikst, habe ich das richtig verstanden? Ja. Das ist ja sensationell. Ja. Sowas ist Vertragsbestandteil? Ja, wir haben das ja mitgekriegt. Und ich finde, man muss ja mit Vereinen muss man ja vernünftig umgehen. Also, war das nur aufgrund der Vorerfahrung oder ist das sowas grundsätzlich? Nein, wir haben erfahren, dass der Spieler im Prinzip von Genk weg möchte. So, und dann haben wir gesagt, dass der erste Ansprechpartner ist dann der Verein selber. Weil es wird sehr, sehr schnell, wirst du ja auch in eine Schublade reingesteckt, dass du irgendwie Streit anfängst. Der Spieler hat ja auch einen Genk-Vertrag gehabt. Von daher ist es ja auch gar nicht rechtlich möglich gesehen. Und dann haben wir eben die Gunst der Stunde genutzt und haben gesagt, wir interessieren uns dafür. Wir interessieren uns aber ganz klar für Sommer. Das haben wir dem Junge auch immer so kommuniziert, weil wir einfach im Winter eine schwierige Situation hatten. Nicht wirklich den Bedarf auch an einen zusätzlichen Spieler. Dann hat sich das halt eben alles anders entwickelt in der Zeit. Aber wir haben zum Spieler gesagt, weil es einfach Dinge passiert sind. Ich weiß jetzt nicht genau, was in Genk und woran das liegt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das aber ist da muss man mit Streich ja gedroht haben, wenn du davon sprichst. Es hieß so in den Medien, ja genau. Und wir haben gesagt, mach dein Ding da weiter, solange wie du eben in Genk unter Vertrag spielst. Weil wenn du solche Themen anfängst, ist das kein Spieler, der bei Bayer Leverkusen was zu suchen hat. Das finde ich eigentlich sensationell, oder?